Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, dem alten Biersüffler. Ja, heute auf dem Gabentisch, ganz klar, wir befinden uns wieder in der Bayernwoche mit dem zweiten Bierchen, das mir der liebe Silentium, der Andreas, zugeschickt hat. Und zwar heute haben wir hier dieses Arco-Bräu Moos, also aus Moos. Das ist so die Ortschaft dort in der Nähe von Deggendorf, wie ich herausgefunden habe, in Niederbayern. Und steht auch nochmal drauf, Moser Liesel, so heißt das, ist ein helles und hat immerhin, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, ja, stolze 5,3% Umdrehungen für ein helles, ordentlich, sage ich mal. Ja, was haben wir drin? Bayerisches Reinheitsgebot ist klar, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen haben wir drin. Das ist immer ein bisschen strenger, wie auch schon der Mario sagte, als das deutsche Reinheitsgebot. Und hier vorne drauf, da, ich schätze mal, wer ist das? Ist das Liesel hier mit dem Bierkrug in der Hand und die bayerische Fahne? Und ja, hat sehr, sehr gute Bewertungen bekommen. Und ja, erwähnen sollte man noch, typisch bayerisch in der Euroflasche drin. Und Etikett gefällt mir schon mal sehr gut. Ich bin gespannt, habe auch schon wieder richtig Bierdurst. Kaum ist das erste weggezogen, das war sehr lecker. Nehmen wir jetzt das zweite. So, machen wir mal auf. Zack. Ja, nochmal schön Kronkorken. Ja, duftet auch gar nicht so intensiv, aber für die Sammler, ich halte es immer wieder gerne in die Kamera rein. So sieht das Ganze aus. Schön bedruckt, ne? Da ist wahrscheinlich Liesel drauf, Moser Liesel. Ja, Arco-Bräu, Moos, ne? wie die Pflanze, Moos. So, ja, Verdampfung haben wir auf jeden Fall in der Flasche, spricht für Frische, finde ich gut. Und wieder unser ja, Hybriden, unseren Krug für ein helles Ideal. Ich würde sagen, lassen wir laufen. Achtung. Und da läuft es. Ja, sieht auch schon beim Einschenken aus wie ein helles. Finde ich gut. So, läuft sehr geschmeidig hinein in den Krug. Oh, wenn ihr das hören könntet, den Sound. So, ich passe jetzt mal ein bisschen auf, weil da bildet sich, ihr seht das schon, eine wirklich sehr, sehr üppige, wow, Blume, so liebe ich das, finde ich gut. So, was haben wir da? Ist ein Bier, gibt sich als Bier zu erkennen in meiner Wahrnehmung, fantastisch, also nichts Verrücktes oder so, ganz klar traditionell. Sehr schön, Aufgabe erfüllt. So, dann haben wir eine Blume, locker, sage ich mal, zwei Finger breit, feinporig, fluffig. Größere Luftbläschen, die einen begrüßen, die zappeln schön im Glas, finde ich gut. Keine Kraterbildung, okay, also da ist gar nichts, sehr linear das Ganze. Wow, sieht schon fast aus wie Zuckerwatte und hier am Rand kann man es auch prima erkennen. Und da brauche ich, glaube ich, gar nicht das Glas schwenken, aber wir sehen schon, der Schaum bleibt an der Glaswand haften, fantastisch. So, was haben wir denn da innen drin? Ja, da haben wir auf jeden Fall einen ja, Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher, das wäre auch verwunderlich. Allerdings minimale Kohlensäurebildung. Also wir haben hier sehr, sehr wenig Schwebepartikel drin. Von Spritzigkeit zeugt dieses Bier tatsächlich nicht. Also das sieht eher so ein bisschen wie Schal aus. Da ist kein Sprudeln drin, kein Perlen, kein Prickeln, da ist eigentlich gar nichts. Und auch wieder von der Färbung, aber das sind wir beim Hellen schon gewöhnt, eher ein bisschen heller, sage ich mal. Das sieht ja auch da hell. Deswegen ist nicht wässrig, ist saftig. Ja, also das ist gerade so die Grenze, wo ich immer sage beim Hellen. Und deswegen, ich spreche hier von Hellgold. Es ist Hellgold. Ja. Einigen waren uns da drauf. Ja, ansonsten kann man, ja, filtriert ist klar. Ansonsten kann man da jetzt wenig zu sagen. Also ich muss sagen, die Blume finde ich wirklich fantastisch. Allerdings, ich verstehe gar nicht, wie sich diese Blume dermaßen bilden kann bei so wenig Kohlensäure. Da bin ich jetzt schon ein bisschen erstaunt. Also ich könnte mir mal durchaus vorstellen, dass hier mehr Proteine drin sind. Dadurch wird sich die Blume wahrscheinlich so schön cremig verhalten. Weil ansonsten kann ich es nicht verstehen, weil durch die Kohlensäure selbst müsste normalerweise wesentlich mehr im Glas los sein. Ne? Das ist das typische Beispiel, dass es nicht immer darauf ankommt. Ja, von der Ästhetik her, wie will ich es bewerten? Ja, das Augustinerbräu, ne, das fand ich richtig cool. Das habe ich mit 9 Punkte bewertet. Das war das erste, was wir aus der Bayernwoche hatten. Da hat alles gepasst. Hier stört mich das ein bisschen, dass die Spritzigkeit nicht zu sehen ist. Finde ich von der Ästhetik nicht ganz so hübsch. Dafür ist hier die Blume wieder ein bisschen hübscher. Trotzdem gebe ich einen Punkt Abzug, gebe 8 von 10 Punkten für die Ästhetik. Aber ist trotzdem noch sehr lecker. Wenn ich das so im Biergarten bekommen würde, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Machen wir anschnuppern.
Ui, überraschend blumig. Ja, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gedacht, dass das so ein bisschen eher nur nach Getreide duftet, aber hier riecht es tatsächlich eher so nach Blumen, also eher so floral, so in diese Richtung, ohne näher präzise das Ganze zu bestimmen zu wollen, nach welcher Blume. Aber wenn ihr so in eine Gärtnerei geht, so, dann kennt ihr diesen Geruch wahrscheinlich auch, ne? So von gegossenen, besprenkelten Blumen. So ähnlich duftet das hier. Schon durchaus ein bisschen herber übrigens, ne? Ist Hopfen drin, Aroma-Hopfen. Könnte dafür verantwortlich sein, möchte ich mich aber noch nicht festlegen. Mehr kann ich beim Anschnuppern erstmal nicht raus, ja, riechen. Machen wir, würde ich sagen, jetzt erstmal einen schönen Antrunk. Klar, ihr Lieben, den mögen wir immer. Auf euch, zum Wohl, ihr Lieben. Ja, auf das Bier und auf den Genuss und Silenzium. Ne? Gruß nach Bayern hier, wollen wir mal. Boah! Wow, das ist aber auch lecker, wa? Das ist aber auch wieder so ein Bierchen, was gern getrunken werden will. Ich liebe bayerische Biere, ich habe schon mal erwähnt, ich glaube schon öfters, was? Ich mag das einfach, bayerische Biere sind einfach geil, muss man sagen. Ich habe ganz wenig, die mir nicht schmecken. Und hier auch wieder, richtig fein abgestimmtes Konzeptbier, klasse abgestimmt, im Antrunk vollmundig, sehr weiches Brauwasser, schmeichelt den gesamten Mundraum. Ja, alles ist angesprochen, die Backeninnenwände, unterer Zungenbereich, oberer Zungenbereich und gerade hinten, wo die meisten Geschmacksknospen sind. Ich glaube, da kannst du vorher noch ein Chili-Brötchen essen oder so, da merkst du trotzdem noch, Mann, ist das floral. Also hier merkst du ganz klar, das Getreidefeld, das kommt voll in Erscheinung und trotzdem hat man noch eine Ummantelung vom Hopfen. Also das ist wirklich geil, das ist ein bisschen was Bitteres. Mein Gott, nee, und fruchtig ist das Ganze. Da ist ein Fruchtkörper drin, der versteckt sich da auch noch. Ganz klassisch, Apfelbirne, wo ich immer sage, ein bisschen Traube, so in diese Richtung geht das. Aber es ist häufig, ne, dass ich das rausschmecke irgendwie. Merke ich gerade. Ja, finde ich gut. Macht, was er soll, bereitet die Mundhöhle gut auf die Aromen vor. Und ich überlege gerade, ob ich den Alkohol auch merke, beziehungsweise schmecke. Merken tue ich den wahrscheinlich auch. Wenn das heute so weitergeht, noch ein drittes und dann wird es aber fröhlich hier, Leute. So. Nee, ohne Spaß jetzt. Das ist lecker. Das ist wirklich lecker im Antrunk. Machen wir mal den Körper. Jetzt interessiert mich das. Nehmen wir mal einen größeren Schluck. Ich wollte fast sagen, das erinnert mich ein bisschen an die tschechischen Biere, so vom Fruchtkörper her. Ich bin ein bisschen irritiert, da in Bayern, also bei den bayerischen Bieren, dieser Fruchtkörper gar nicht so krass dominiert. Hier kommt er schon ziemlich intensiv, sage ich mal, ja, nach vorne. So wie man den Vorhang aufhebt und dann guckt er durch. So in etwa ist das hier. Finde ich ganz interessant. Ja, finde ich gut. Ich stelle mir das gerade so vor, ja. Wenn man da so im Wirtshaus drin sitzt, in der Wirtschaft und dann trinkst du das so. Ist erfrischend. Also das will definitiv getrunken werden. Ich lege mich jetzt mal fest, es ist ein dynamisches Bier. Würde ich mich jetzt festlegen wollen. Und ich lege mich im Körper, im Charakter auch fest, es sind drei Hauptkomponenten drin. Und zwar nicht zu unterschätzen der Fruchtkörper, der sich hier deutlich und klar zeigt. Eher ein bisschen untypisch, wie gesagt, für bayerische Biere. Den Alkohol merkt man auf jeden Fall auch auf der Zunge, der bitzelt ein bisschen, ist aber nicht weiter schlimm. Übrigens, das Wort bitzeln habe ich von meiner Freundin, das kannte ich vorher noch nicht, ich habe es mir jetzt mal angewöhnt. Das ist dann immer, wenn es so ein bisschen so knistert halt, ne? So ein bisschen zwickelt, so wenn was scharf ist oder so. Und beim Alkohol ist dann auch ein kleiner Reiz halt auf der Zunge. Und das merkt man natürlich, dass es wirklich hier die 5,3 hat. Die Hopfenherbe ist definitiv da. Das würde ich als dritte Komponente nehmen. Und dieses Florale, das wir auch beim Antrunk schon hatten, das würde ich jetzt ganz gerne als linear bezeichnen wollen. Weil das sowohl in dem vorderen Zungenbereich wie auch auf dem hinteren Zungenbereich komplett bei den gesamten Geschmacksknospen angesprochen wird. Das haben wir wirklich kontinuierlich. Also das schwingt beim Antrunk mit, genauso wie jetzt im Mittelteil. Und wenn ich jetzt einen Nachtrunk nehme, dann haben wir es auch in dieser Reihenfolge. Fruchtkörper, dann kommt dieses von dem, ja, so ein bisschen was Säuerliches, was Leckeres vom Aromahopfen.
dann merkt man den Alkohol ein bisschen und dann ist es hinten dann wieder da, so dieses Blumige, dieses Florale halt, ne? Wahrscheinlich wird es vom Gerstenmalz kommen. Kann ja nur so sein. Finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich gut abgestimmt. So, und nun machen wir noch schnell einen Abgang. Ja, zack, unten ist er angekommen. Schickt nochmal einen Gruß nach oben. Genau das gleiche. Dieses Erfrischende, dieses Florale und Fruchtige. Das bekommt man nochmal irgendwie als Nachgeschmack nach oben geschickt. Verbindet sich prima mit dem Speichelnachbildung. Und ja, damit haben wir ein sehr, sehr ehrliches und ein sehr, sehr leckeres Bier. Sehr, sehr fruchtig das Ganze. Ja, bewerten wir mal. Schmeckt mir sehr gut, muss ich ganz klar sagen. Auch hier gebe ich volle Punktzahl. 5 von 5 möglichen 6 Punkten. Auch hier wieder ein Bayer, der mich überzeugt hat. Würde ich mir auf jeden Fall öfter in den Einkaufswagen reinpacken. Sau lecker das Ganze. Ja, auch ganz klar, passt im Sommer wie im Winter. Nicht ganz so gewürzt, eher ein bisschen lieblich und besonders fruchtig. Ich finde die Fruchtnuancen, die überzeugen hier definitiv. Ja, und damit sage ich schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Da kümmere ich mich jetzt noch drum. Und bis zum nächsten Biertest. Tschüss, euer Biersüffler.